Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Xin Zhao im Jungle. Ja, mal sehen. So, wollen wir mal gucken. Im Gegnerteam haben wir nämlich auf der Botlane Thresh und Blitzcrank. Jawohl, da kommen sie. Nein. Können wir nichts machen? Das war mir sowas von klar. So, auf jeden Fall in meinem Team. Ich als Jungler. Jetzt muss ich ja erstmal gucken. Was haben wir denn jetzt als Botlane? Naja, Anivia auf der Midlane. Vladimir auf der Toplane. Sivir als ADC. Und Volibear als Support. Im Gegnerteam haben wir Nidalee im Jungle, Jax auf der Toplane, Lux auf der Midlane und wie gesagt schon Thresh als ADC und Blitzcrank als Support. Ekelhafte Combo. Aber nun ja. So, doch, sind schon auf der Botlane. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass sie hier jetzt auch noch bei meinem Red warten. Gucken wir. Nidalee ist im Gegner. Jungle. Ist bis jetzt anscheinend auch noch nicht aufgetaucht. So. Sieht schon alles ziemlich gut aus. Ja. Pushen gegen die Combo kann sehr tödlich enden. Na, wo ist die Krabbe? Da ist er. Gottes Willen. Mein König befiehlt. So, ganz, ganz schnell zu meinem Blue. Ah, Jax hat im Early auf jeden Fall noch nicht zu lachen, da. Okay, wenn die Nidalee vorbeikommt schon. Vielleicht mal seit Ewigkeiten wieder eine gute Nidalee. Nur leider im Gegnerteam. Ah, get back. Ist auch erstmal weggegangen. Na gut, die Botlane pushen trotzdem rein wie die Großen. Okay. Ja, der gute Junge, der da schreibt, das war der, der in meinem letzten Vayne-Game leider AFK gegangen ist, weil der PC nicht mitgespielt hat. Oh, Doppel-O. Jawohl, da haben sie einen Blitz.
natürlich schön. Lol, obwohl der Jax dabei war. Vielleicht stirbt er auch noch. Ah, komm, kill ihn. Jawohl, nice. Natürlich sehr gut. Aha. Der Geist des Kriegers spricht nie. Der Speer trifft, war es das natürlich. Oh, ne, Blitz auch noch da. Jetzt müssen wir doch weg. In der Runde davor habe ich ja leider wieder nur ein S-Minus gekriegt. Aber ich brauche noch ein S für Stufe 7. Und das versuche ich natürlich in diesem Game zu holen. Dafür darf ich natürlich nicht allzu oft sterben. Ah, ne. Ich baue gleich noch ein bisschen Magieresi mit. Boah. Ne, hat nicht ganz. Doch, mit Flash kriege ich dann. Okay. Schön gemacht. Ich dann natürlich auch. Oh! Ah, die hat aber keine Chance gegen ihn. Na, oh, haust du zu, Junge? So, jetzt versuche ich mal die Mitte zu ganken. Ah, ne, er muss weg. Verdammt. Er braucht auf jeden Fall gleich mal Hilfe unserer Nivea. Oh, Stufe 6. Und jetzt erstmal ein Red Buff. Der Nevia schon da ins Ei reingekloppt. So, gucken wir, ob die Krabbe da ist. Okay. Ein Demacianer zieht sich nicht zurück. Na, nee, die wollen nicht. Und was ich gerade sehe, die Krabbe habe ich trotzdem gekriegt. Lol, das war ja richtig schön. Also den Flash geforst und auch noch die Krabbe dabei gekriegt. Gut, ich habe meine Ult dafür gebraucht, aber ich denke, da gibt es Schlimmeres. So, na, da wollen wir mal gucken, was hier schön ist. Machen wir mal, schade. Ist getroffen hätte, aber die haben schon fast den Tower. Ja,
Ja. Mal gucken. Ich find's lustig. Sehen. Wenn ich da vernünftig hinkomme, kriege ich auf jeden Fall den Trash. Ah, der Blitz kommt schon zum Worden. Hört den Marsch. Komm, jetzt holt da was. Oh oh. Na, Sylvia ist auch gleich da, dann geht was. Jawohl, easy. Ah, ist zu lange geblieben. Die gute Lux. So, hat sich doch alles gelohnt. Jetzt geht's selbstverständlich weiter auf Trinity. Blade of the Ruined King brauche ich gegen das Team nicht unbedingt. Trash geht ja ADC, also ist nur noch der Blitzcrank als richtiger Tank da. Und naja. Ist halt ein Blitz. Auf jeden Fall werde ich einiges an Magie-Resi bauen. So viel darf schon mal verraten sein. Ansonsten aber 8-8. Der Drake für die. Wir haben einen Tower. Das heißt, goldmäßig müsste alles sehr ausgeglichen sein. So, die wird jetzt im Blue bekommen. Der Geist des Kriegers spricht nie. Gehe ich auch mal mit hin. Okay. Sehr schön. Können wir einen Tower machen. Wunderbar. Oh, Anni wäre jetzt auch schon mit dem Blutrausch. Lag die nicht mal 0-2 hinten? Mir war so, als ob. Halt. Water-Item austauschen. Vergesse ich ja mal gerne mal. Das sieht gut aus. Schön, wenn der Jax nicht ins Spiel kommt. Naja, 3 Kills hat er auch schon. Aber wenn man sich sein Equipped anguckt,
Da bin ich doch schon ganz schön weit vorne. Ah, Nivea hat Blue. Nehme ich den. Ja, ohne ADC ist natürlich hart, aber Thresh kann man als ADC spielen, auf jeden Fall. Das ist nicht unmöglich. Nein! Doch. Ah, Tower Agro, ich hasse es. Hab ja noch einen Heiltrank dabei. Ja, Nivea, hättest du mal kommen können. Aber nun gut. Aber ich denke, mit dem S wird das diese Runde nichts. Farm ist zwar in Ordnung, aber der Rest... Als nächstes Item danach werde ich auf jeden Fall Geistessicht bauen. Damit ich, wenn ich gegrabt werde, den Silence bekomme, Lux, Ult und so weiter und so fort. Wenigstens noch ein bisschen überlebe. Break 6 Sekunden. Sollten wir natürlich auf jeden Fall wieder versuchen zu holen. Allerdings sind Blitz und Trash beide nicht zu sehen. Ah, da ist schon mal. Wow! Nee? Oh, Leute. So können wir da nicht viel machen. Oh, da ist schon wieder Nidalee. Okay. Hallo. Damn it. Ich das hasse. Da so, das war ein scheiß Grab vom Blitz. Ah, der Silence, ekelhaft. Vladimir kommt da aber natürlich raus. Kann ich den Drake machen, sobald ich wieder da bin. So, zacki. Oh, steht die Lux hier irgendwo drin?
Anivia auf der Top Lane. Ah, ich lass die einfach mal machen und hol ganz easy mal den Drake. Immer weiter. Jawohl, nice. Der Blitz auch noch. Jetzt sieht die Geschichte echt ganz gut aus. So, und den Drake haben wir auch. Also alles gut. Auch Troll-Premade würde ich es nicht nennen. Man kann das schon spielen. Nein. So, reicht immer noch nicht für meine Stärke der 3 Einigkeit. Dann hole ich mir auch erstmal den Umhang für die erhöhte Heilung. Nächsten Wort zerstört. Ach kommt. Ich gehe runter Botlane. Oh, die fighten tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, sorry. Aber er kommt wieder raus. Und weiter pushen. Mein König befiehlt. Da bin ich schon am Tower. Da kommt der Teleport vom Jax. Okay. Doch, ich würde jetzt auch langsam gerne mal backgehen. Reicht nämlich für mein Trinity. 3-3-3 stehe ich gerade mal an so wenig Kills hier beteiligt. Unglaublich. Kennt man von mir gar nicht. Nächste Drake dauert noch eine ganze Zeit. Das ist natürlich alles ganz schön, wenn wir jede Lane so reinpushen. Das ist nur eine Frage der Zeit, was wir Baron machen können. Mal sehen, was hole ich mir denn als letztes gegen das Team? Naja, noch nicht als letztes, aber... Vielleicht noch einen schönen Sunfire.
Aber jetzt hier wieder schon Berserker. Es soll geschehen. Ah, geh ich Botlane wieder hochpushen? Sehen, wann sich mir da erst entgegenstellt. Oh, oh. Naja, alles gut gegangen. Gehe ich nochmal die Botlane durchpushen. Boah, mein Farm mittlerweile 153. Nur der Trash im Gegner-Team hat mehr. Mein König befiehlt. Da war doch eben die Niederallee. Schade. Feier. Ja. So, reicht es für Geistessicht? War jetzt der zweite Wolkendrache, den wir haben. 5 Tower, Gegner haben noch 0 Tower, lol. Das ist natürlich übel. Genau, Krabbe machen. Und jetzt gehe ich die Toplane mal zur Abwechslung pushen. Jetzt sollte ich zum Team. Sehen, ob ich da reinkomme. Jupp. Okay. Machen wir. Wir wieder da. Die haben wir auch. Okay. Ja, anstatt dass der Volleyball kommt,
Und zurück. Okay, ich mir noch ein Red holen. Und dann können wir die Kiste, glaube ich, gleich mal beenden, ja. Obwohl ich jetzt erst noch mal weggehe. 2600 Gold. Ja, reicht leider noch nicht für den Sunfire. Aber egal. Oh, wollen wir jetzt in Mitte gehen? Sieht so aus. Da gehen wir doch mal eiskalt mit. Den Tower, Leute. Viel einfacher so. Ja, können wir jetzt einfach beenden. Und ich hoffe, euch hat das Game ein wenig gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.